Du hast das bestimmt schon mal gehört. Der trägt noch viel von früher mit sich rum, oder? Nimm dich lieber in Acht vor der Ballast. Aber denk mal drüber nach. Diesen Ballast bekommen wir von anderen Leuten, wenn sie, ja, uns schlecht behandeln oder irgendwas Gemeines sagen. Und wenn wir die Erinnerung daran mit uns rumtragen, ist das im Endeffekt einfach nur Ballast. Wir fangen sogar schon an, diesen Ballast auf uns zu laden, wenn wir noch kleine Kinder sind. Hey, da bist du ja. Hi. Hey. Hey, wir wollten doch zusammen ein Baumhaus bauen. Ja, ich liebe Baumhäuser. Ja, du kannst nicht mitmachen. Was, warum? Ja, das willst du nicht wissen. Doch, will ich. Okay, also wir haben, also die Gang und ich, wir haben uns unterhalten und Ja. wir haben festgestellt, du bist zu fett. Was? Nein, ich bin nicht zu Doch, fett. wir haben Angst, dass das Baumhaus zusammenkracht. Mama sagt, ich habe nur schwere Knochen. Dinosaurier haben schwere Knochen. Du bist fett. Nein, nein, Mama sagt, ich bin knuffig. Teddys sind knuffig, aber du bist fett. Nein, Mama hat gesagt, ich habe schon Gewicht verloren. Ich glaube, du hast es wiedergefunden. Nein, nein, Mama sagt, ich bin nur anders. Mama sagt, du bist anders? Ja, ich bin anders. Okay. Geh am besten wieder dahin, wo du hergekommen bist. Ich muss los. Tschüss! Stock und Stein brechen mein Gebein. Aber Worte bringen keine Pein. Das ist wohl die größte Lüge, die wir Kindern erzählen können. Worte schmerzen sehr und sie schneiden wie ein Messer. Und wenn wir uns diese Worte zu Herzen nehmen, dann tun wir wieder nichts anderes, als Ballast aufzunehmen. Wir dürfen uns selbst nicht durch das definieren, was andere über uns sagen. Vielmehr sollten wir uns durch Christus definieren, basierend auf unserer Beziehung zu ihm. Aber manchmal ist das nicht so einfach. Das Leben geht weiter, wir werden älter, machen neue Fehler und häufen dabei noch mehr Ballast an. Manchmal nehmen wir sogar Ballast von Menschen auf uns, die uns sehr nahe stehen, wie zum Beispiel deinem besten Freund. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir telefonieren seit 3 Stunden und es fühlt sich so an wie 5 Minuten. Ja, ich weiß. Ja, wir haben einfach diese Verbindung zueinander. Ich weiß nicht. Hör zu, Sarah. Ich habe einfach das Gefühl, dass du meine Zukunft bist. Ja. Ja, genau so meinte ich das auch. Ja. Oh, ich bin nur so aufgeregt deshalb. Oh Mann, ich muss Schluss machen. Er ist jetzt da. Ciao. Hey Alter, wie geht's? Mit wem hast du gesprochen? Mit meiner Mom. Deine Mutter ist deine Zukunft? Ja, ich meine, sie hat mich Ja. geboren und. Okay, es hörte sich nämlich an, als hättest du Sarah gesagt. Ja, das ist ihr Name. Ich dachte, deine Mutter heißt Clara. Das ist ihr Zweitname. Deine Mutter heißt also Sarah Clara? Ja, und sie wurde in der Schule deshalb auch gehänselt. Und dann dachte ich mir, ich ermutige sie, indem ich ihr sage, sie hat eine schöne Ja, Frisur wie und auch immer, schöne. okay. Hast du meine Sarah angerufen? Ja, hab ich. Und? Oh Mann, hör zu. Sie wird nicht deine Sarah sein. Was? Mann, wir haben angefangen miteinander zu reden und haben uns unterhalten und die Chemie, die stimmt Moment, einfach Moment. zwischen uns. Du solltest sie für mich Ja, anrufen. das habe ich auch gemacht. Bitte glaub mir. Nein, du solltest mein bester Freund sein. Mann, das bin ich doch auch. Das bin ich. Lass niemals ein Mädchen zwischen uns beide kommen. Komm schon. Du weißt ganz genau, dass ich schon seit dem Kindergarten auf sie stehe. Ja, aber ich bin auch dein bester Freund seit dem Kindergarten. Ja, Und aber wir haben immer gesagt, dass wir beste Freunde sind für immer. weißt du was? Beste Freunde für immer ist gerade wesentlich kürzer Mann, geworden. hör doch auf damit. Warum machst du das jetzt? Ich? Du hast damit angefangen. Du solltest mein bester Freund sein. Ihr kennt Freunde. Sie versuchen genauso durchs Leben zu kommen wie wir und manchmal treffen sie dabei falsche Entscheidungen. Und wir können entweder lernen, ihnen zu vergeben, oder wir laden noch mehr Ballast auf uns. Die Wahrheit über Ballast ist, wir brauchen niemanden, um ihn auf uns zu laden. Wir können das ganz gut selbst. Wenn wir zum Beispiel denken, ich wünschte, ich wäre so berühmt und beliebt wie sie, oder ich wünschte, ich wäre so talentiert wie sie, aber das bin ich nicht, bin ein Loser, nichts wert. Wenn wir uns selbst diese Lüge glauben, tun wir nichts anderes, als wieder Ballast auf uns zu nehmen. Oder wir denken, warum ist das Leben bei ihm so einfach und bei mir so schwer, ich werde es niemals schaffen. Wenn wir uns das glauben, laden wir noch mehr Ballast auf uns.
Manchmal laden wir Ballast von Menschen auf uns, die uns eigentlich über alles lieben und gar nicht merken, dass ihre Worte uns direkt ins Herz treffen. So? Hey Dad. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht, die Lichter haben mich geblendet, der Ball ist mir einfach durch die Finger gerutscht. Die Lichter haben dich geblendet. Du weißt schon, dass uns das ganze Spiel gekostet hat. Die Lichter haben ihn geblendet. Wie oft bin ich morgens um 5 Uhr mit dir aufgestanden, bevor ich auf die Arbeit gefahren bin, um mit dir nochmal zu trainieren? Ist dir eigentlich bewusst, dass da draußen Talentsucher waren, die alle auf dich geguckt haben und dann lässt du den Ball einfach durch? Ich konnte einfach nichts machen, er ist durchgerutscht. Trainer! Was? Ja, ja, Butterfinger. Ja. Ja, wir arbeiten dran. Ja, gut, bis nachher. Weinst du etwa? Nein. Okay, wir machen es jetzt folgendermaßen. Du packst deine Sachen, ich gehe zum Auto. Wenn du fertig bist mit dem Packen, dann kommst du. Okay? Dad. Ich bin einfach nur enttäuscht. Das war doch unser Traum, oder nicht? Pack deine Sachen. Also Eltern, sie wollen uns eigentlich gar nicht verletzen. Es ist nur, sie haben ihren eigenen Ballast und wenn sie damit nicht klarkommen, dann schieben sie den einfach weiter. Was uns betrifft, wir sollten lernen, unseren Wert allein aus Jesus Christus zu beziehen. Denn wenn wir das nicht schaffen, bauen wir nur noch mehr Ballast auf. Es wird unangenehm und mühselig. Und im Normalfall versuchen wir einfach, unseren Ballast an andere abzugeben. Aber der Schuss geht immer nach hinten los. Hey, kann ich dich was fragen? Was machst du in meinem Zimmer? Ich will dich nur was fragen. Was? Kannst du meine Freundin und mich zur Schule fahren? Es ist kalt draußen, deshalb möchte ich nicht das Fahrrad nehmen. Was? Fragst du mich das wirklich? Ja, ich denke, das ist doch keine große Sache, meine Freundin und mich zur Schule zu fahren. Lass mich dir was erklären. Nur weil du und deine Loser-Freunde jetzt in die Oberstufe gehen, heißt das noch lange nicht, dass ich euch rumfahren muss, ja? Du musst das verstehen. Wenn die Leute dich sehen, dann sehen sie einen Freak. Und wenn die Leute rausfinden, dass wir beide verwandt sind, denken sie, dass ich auch ein Freak bin und das ist für mich nicht okay. Also mir ist egal, ob du läufst oder kriechst oder das Fahrrad nimmst oder wie auch immer, aber ich spiele ganz bestimmt nicht Chauffeur für dich und deine Loser-Freunde. Es ist nicht meine Schuld, dass Dad uns verlassen hat. Warum musst du das immer an mir auslassen? Wie auch immer. Nein, du weißt, dass ich recht habe. Ja, es tut mir leid. Es tut dir gar nicht leid. Du tust nur so, als würde es dir leid tun, wenn ich dich darauf hingewiesen habe, dass du falsch liegst. Ich nehme mein Fahrrad. Es tut mir leid. Ich fahre mit dem Fahrrad. Komm schon. Naja, und während wir versuchen, unseren Ballast auf andere zu übertragen, ist das Einzige, was passiert, wir nehmen noch mehr Ballast auf. Dann gibt's den da. Meine Sünde. Meine geheime Sünde. Aber das ist okay. Ich hab's unter Kontrolle. Wem will ich was vormachen? Die meiste Zeit kontrolliert sie mich. Und so lebe ich. Und da muss ich dran denken, was Jesus gesagt hat. Ich aber bringe euch Leben und das im Überfluss. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich fühlt sich das hier nicht nach Leben im Überfluss an. Ich kann nicht gerade gehen, ich kann kaum die Balance halten. Aber er sagte auch, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Und das ist, was ich will. Das ist, was ich wirklich will. Also bete ich, Gott, wenn du willst, könntest du bitte diesen Ballast von mir nehmen? Denn mir geht's wirklich elend und ich kann so einfach nicht mehr leben. Bitte nimm es!
Und weißt du was? Er nimmt es.